Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario World 2 Yoshi's Island. Wir haben die Welt 1 zu komplett bestanden und da können wir mal sagen, der geht zur nächsten Welt 2-1. 2-1. Schwarzwälder Fels Hagel. Ja, wir haben im letzten Part schon gesagt, dass die Welt 1 nicht gerade die schwerste Welt ist. Und ja, jetzt sollte es eigentlich vom Härtungsgrad ein bisschen ansteigen, aber nicht so hart. Weil nämlich diese Welt hier ein bisschen einfach ist. Und ja, hier gibt es nämlich eine Röhre, da müssen wir natürlich auch runter. Da gibt es nämlich uns auch ein paar. Eine Blume. Ich dachte, da gibt es eigentlich mehr, aber nein, hier gibt es nur eine Blume. Müsste ich eigentlich wissen, weil ich das ja schon gespielt habe. Ja, das ist auch etwas Neues. Super Mario wird, Baby Mario wird zu Super Baby Mario, wenn man ihm sogenannt so einen Sternverleih gibt. Und damit ist er halt unbesiegbar und kann überall rumrennen und Yoshi ist halt nur ein großes Ei. Solch eine Dynastie. Ja. Aber was ich jetzt sagen muss, hier diese Hintergrundgrafik von Super Mario World 2 sticht heraus. Sehr schön. Muss ich erst sagen, ich schau mir. Also, es gibt viele Fan-Artworks oder. Mann, das ist unser neuer Hund. Ich werde dir mal kurz in der Infobox sagen. Dieser Hund heißt Schnuffel. Spring auf ihn und er läuft. Und er läuft wie von Sinnen in die Richtung, in die Yoshi schaut. Ja, wir haben auch einen Helfer, so einen tierischen Helfer, nämlich Schnuffel, den Hund. Der ist unbesiegbar, der rammt alles weg, was er machen könnte. Und ja, der hilft uns auch zum Beispiel über Stacheln zu laufen oder. Ja, der hilft uns eigentlich sehr viel. Er ist nicht so ein Scheißcharakter, würde ich mal sagen. Ups. Nicht gerade so der beliebteste Charakter, aber er ist nicht der so ein Charakter, den man auch nicht so benötigt, sondern den benötigt man schon öfter. Ja, ob die das jetzt verstanden hat, weiß ich nicht. Ich sag mal so, er ist nicht schlecht. Na, er ist ein guter tierischer Helfer. Ja, was ich jetzt weiter erzählen würde, es gibt auch einige Fan-Videos von Mario-Fan-Videos, halt so quasi, wo Mario Quatsch gemacht wird oder mal Mario so eine andere Geschichte erzählt. Und das Ungewöhnliche ist ja an solchen Videos, was nehmen sie denn für Hintergründe? Sie nehmen am meisten die Hintergründe von Yoshi Island, also Super Mario World 2. Und das ist so. Ich weiß nicht, das sagt mir so, ja, die stehen voll auf das Spiel oder schuldigen Super Mario oder Super Mario World 2, weil es ein sehr gutes Spiel ist. Das kann man so oder so sehen, aber ich würde mal sagen, das eine hat ja auch das andere. Ich könnte mal sagen, halt. Sonst quetschen wir uns hier ein. Ja, sehr gut, dass man sehr mit Skill. Ja, das ist schon. Das beeindruckt schon einen. Ne? Wenn man schon von diesem Spiel gerade, ne? Das Spiel wird ja kritisch gesehen zum größten Teil bei einigen Fans, weil die sagen, oh, das gehört ja nicht zum richtigen Super Mario-Spiel, aber wenn man so sich jetzt mal, also ich habe so im ersten Part angemerkt, sich die Timeline mal richtig anschaut, ne? Also es gibt noch keine offizielle Timeline, das wird es auch nicht bei so einem Jump'n'Run-Spiel geben, das wäre ja Schwachsinn, aber wenn das mal einer machen würde, ich würde es mal gerne machen, vielleicht mache ich ja so eine mal überlegen, vielleicht habe ich ja so eine. Okay, ich habe jetzt das gut gemacht. Ich würde das mal so ein Special mal machen, aber ich weiß nicht, da fehlt mir auch die Zeit. Na, ich bin Schulstress und so. Ja. So, Vorsicht. Boah, ich dachte schon, das wär's. Nein, Punkt bleibt hier. Was ich sagen wollte, ich würde das mal gerne machen, weil das ist sehr, sehr interessant, mal herauszufinden, was so viele sagen. Ja, was war denn das wirklich, wenn man das so geschichtlich sehen würde? Das erste Mario-Spiel. Ich würde mal ganz
stark am Spekulieren. So sage ich das jetzt mal. Würde ich mal sagen, Super Mario World 2 Yoshi Island ist das erste Mario. So, haben wir alles? Jau. Würde ich mal sagen, gehen wir zum Hexenhäuschen. Guck mal, es ist schon ein Spiel. Dann nehmen wir uns gleich wieder draus. Oh, ein neues Spiel sogar. Wow. Peng Boom. Finde den Bonusballon. Benutze die Stampfattacke, um die Ballons platzen werden zu lassen. Okay. Ich wette mit dir, der war da. Oh. War da auch. Oh, gefunden. Yay. Mach alle Ballons kaputt. So, du hast gewonnen. Was habe ich denn gewonnen? 20 Sterne. Juhu. Das ist auch ein neues Spiel. Das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Juhu. Ich habe Glück. So. Oh, ich muss euch schon wieder ein Bonus-Spiel zeigen. Aber ist ja die zweite Welt. Passt ja. Vielleicht ist es ja ein Spiel, das wir kennen und dann nicht. Erstmal schauen wir mal kurz auf die Tafel zu. 30, 20, 50 und schon wieder 100. Respekt, ne? Respekt. Oh, ein neues Spiel. Einarmiger Bandit. Drücke einen beliebigen Knopf, um die einzelnen Walzen zu stoppen zu können. Viel Glück. Ja, Zocker gehen. Ne? Komm her. Ich würde mal sagen, dreimal die 7, oder? Wow. Ah, schade. Das wäre es ja, wenn ich jetzt dreimal die 7 bekomme. Aber schaut mal oben auf meine Lebensanzeige. 30. Oh, keine Leben mehr. Ich habe genügend. Und dann geht es so 2-2. Und das sieht mehr aus nach Scheigeist. Was sich um mein Level handelt. Super Baby Home Run. Oh, baseballartig. Ja. Und dazu gibt es eine Geschichte. Die kann ich nämlich erzählen, weil ich das weiß. Ja, ich weiß mal was über dieses Spiel. Ja, in diesem Level wurde extra so, da fing der Hype in Base, also der Hype in Japan an, dass wirklich öfter Baseball gespielt wird. Seht ihr, er haut mich schon mit dem Baseballschläger. Das gibt es hier nicht. Lass mich in Ruhe, du Bandit. Ja, und dann hat komischerweise Nintendo sich gedacht, ja, wieso bauen wir das nicht ein? Da stehen ja voll die Leute drauf. Dann haben die das in diesem Spiel einfach mal so eingebaut. So kann man das mal kackendreist sagen. Boah, was ich für manchmal für Wörter benutze, bin ich auch manchmal selber sprachlos. Aber so wie ich das jetzt gesagt habe, es stimmt nicht so. Ja, das war so ein Hype früher. Dann hat man sich extra da sich eine Idee einfallen lassen. So was nur so Baseball-mäßig was kommt. Und da hat man halt Shy Guys genommen, ein bisschen größer gemacht halt und dann, ja, Baseballschläger. Dankeschön. Baseballschläger, Baseballhandschuhe und das war's. Ja. Was haben wir momentan? Die ganze Zeit mich am Abschießen hier. Wo sind wir hier? Ich hab keine Schießbuhnfigur. Oh, das ist auch. Habt ihr mittlerweile schon öfter gesehen, nämlich diese fliegenden Scheingeist mit den roten Münzen. Diese netten Freunde können später uns sehr gemein werden. So schön ausgedrückt, ja. Die können uns später nämlich weglaufen. Und wieso sage ich das jetzt? Ja, das wird schon diesen Level einmal gezeigt. Ja. Ja. Wenn man sich die Zeit jetzt anguckt, dann würde man sagen, das ist ein großer Teil auch, aber sie können fies werden. Ja. Was ich haben wollte, dieser Hype hat sich dann so ausgelegt, dass dann auch eine eigene Baseball-Liga gegründet worden ist und so weiter und so weiter. Aber da fing das so richtig an in der Zeit. Deswegen wurde das auch hier so gezeigt. Das ist sehr komisch, finde ich, aber das hat doch irgendwas, oder? Der trifft eh keinen Ball, weil ich ihn so gut schießen kann. Tut mir leid, du bist zu schlecht. Und ja, der hier ist sehr freundlich. Wow. Und zwar gegen den müssen wir natürlich ein Ei schenken. Dann macht er das so. Dankeschön, du hast mir ein Leben gegeben und zwei rote Münzen. Dafür bin ich
sehr dankbar. Ich muss mal die ganze Zeit kurz auf die Uhr gucken. Gerade mal nur 10 Minuten aufgenommen. Und das ist eine Eismelone. Ihr seht, ich weiß es nicht. Drei Schweiger ist vereist. Nicht gut. Nicht gut, natürlich gute Sache. Und jetzt, so, jetzt haben wir wieder einen Sternring passiert. Das heißt quasi, wir sind jetzt auf jeden Fall safe mit 30. Ja. Obwohl, ja gut, wenn jetzt uns noch was passiert. Ich habe noch in der Hinterhand das, den Gegenstand. Kann ich natürlich dann mir 20 Münzen besorgen. Tut mir leid. Ich muss mir jetzt schon gerade ein Pulpsa. Eine rote Münze, eine einzelne rote Münze, so versteckt, so. Das kann im späteren Spielverlauf, kann das richtig fies werden, weil die sich dann wirklich nur noch vereinzeln. Da war eine Blume. Ja, somit das wird immer schwerer. Das ist kein Bluff. Einige meinen jetzt, ich bluffe. Oh, du sagst, es wird schwer. Aber es wird auch schwer nachher. Nachher wird es wirklich schwer. Diese fucking Mäuse. Ich hasse die. Ja, das sind so die Ratten. Ja. Die Nerven. Guck. Der klaut mir ein Ei. Weißt du, ich verstehe nicht, warum die mir Eier klaut. Ich muss mir jetzt gleich. Hoffentlich haben wir irgendwo noch einen Sternring oder so. Das wäre nicht schlecht. Ah. Halt's Maul. So, ich habe ihn jetzt vereist. Ich muss mir jetzt mal ein paar Eier herbeizaubern. Schön gesagt jetzt. Ne? Herbeizaubern. Wie soll ich mir Eier herbeizaubern? So ein Roulette drehen. Ja. So, ich muss mich wieder mal richtig rücken. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Jetzt verwandeln wir uns wieder im Maulwurf. Yoshi Mauer und müssen jetzt auf die Mitte münzen. Wenn ich hier können, rote Münzen. Und ich benutze mir alle rote Münzen zu nehmen. Sieh hier? Da waren alle rote Münzen zu nehmen. So, also wie viele rote Münzen haben wir denn noch? 15, 23, 4. Okay, ist noch alles im Boot. Der schlägt mich da mit dem. Was haben wir denn hier mit dir? Echt? Mit dem Baseballschläger. Sind wir hier schon kriminell? Sind wir schon so wie so einem Hut oder was? Hut. So einem schlechten Gangförtchen, hier, so einem Künz oder so. Weißt du, da freuen sie sich schon, erwarten die sich schon mit Baseballschläger. Ja. Da wirst du nicht begrüßt mit so einem High-Five oder so. Da freuen sie sich dann, da freuen sie sich schon. Oh, Deutscher. Schön mit Baseballschläger verprügeln, ja. Dann ist man nicht mehr. Boah, du blöde Scheißkratte. Mann, oh Mann, die gehen mir auf die Nerven, ja. Und da ist wieder so ein unsichtbarer Liter. Ich glaube, das war die letzte Münze. Nein. Oh. Ja, ich brauche noch ein paar. Ich würde mal sagen, ein paar Sterne wären wichtiger. Die vereise ich mal einfach mal. Ja. Ja, das Level ist ein bisschen größer aufgebaut. Ah, hier sind noch ein paar. Sehr schön. Dankeschön. Und hat keine Chance gehabt, die arme Maus, ey. Was mache ich mit dieser armen Maus, ey? So, dich kann ich benötigen. So. Schöne Blume kann uns jetzt noch ein paar Sterne besorgen. Und jetzt brauchen wir noch eine Blume und eine rote Münze. Und die beiden sind nämlich hier unten. Also, die rote Münze ist nämlich hier unten. Wie kannst du den fallen, Mann? Pixelarbeit, ne? Genau ziehen. Ich bin ein bisschen blind heute, habe ich das Gefühl. Ja, sauber getroffen. Damit haben wir die letzte gute Münze uns besorgt und Maus-Ecken sind auf die Münze. Genau. Und genauso.
brauche ein Ei. Wie schön sieht das aus? Und ein Ei. Du kommst mit, ich fress dich auf. Ich brauche nämlich zwei Eier. Der eine kann ja nicht. Sauber, da haben wir das auf das letzte Ei. Jetzt haben wir die letzte Blume. Eine Fania-Pflanze und jetzt einfach durchrennen, ne? Kriegt mir jetzt scheißegal. Bäm, schafft. Und währenddessen trinke ich was. Ich wundere es jetzt, dass es kein Bonus-Level gibt. Kein Bonus-Spiel. Warum soll ich immer Level, ne? Bonus-Spiel, ja. Ah, ja. Ich würde mal sagen, wir haben eine angemessene Zeit erreicht mit, ja, waren zwei lange Level, muss ich sagen. Jetzt die anderen beiden Level werden wieder etwas kürzer. Da können wir wieder drei Level pro Part machen. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Super Mario World 2 Yoshi's Island. Bis dann und ciao, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr den folgendermaßen bewerten. Mit einem Daumen hoch, wenn er euch gefällt. Mit einem Daumen runter, wenn er euch nicht gefällt. Feedback und Kommentar und Kritik ist natürlich immer erwünscht. Und wenn ihr zur vereinfachten Verlinkung kommen wollt, seht ihr natürlich unten in der Beschreibung sowohl die Verlinkung für die Playlist, als auch für die letzte und für die nächste Folge. Und auf dem Video selbst seht ihr auch drei Eier mit den Verlinkungen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao, Leute.